Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sandrina. Falls ihr mich nicht kennt, schön, dass ihr eingeschaltet habt und falls ihr mich kennt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's ein Unboxing. Ich habe den L'Oréal Adventskalender bekommen. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist, der auch für den deutschen Markt gedacht ist, in dem Sinne. Normalerweise im letzten Jahr waren es immer so einzelne Kästchen und jetzt sieht er so aus. Er ist grün und gold und hat einen Eiffelturm drauf. So sieht der Adventskalender erstmal aus. Hat ganz normale Türchen, die man wieder öffnen kann. Also hier ist nichts mit irgendwelchen Paketchen, die einzeln ausgepackt werden müssen in dem Sinne. Ich bin aber gespannt, was drin ist und werde euch die Produkte zeigen. Ich mache es allerdings nicht so, dass ich von 1 bis 24 durchgehe. Ich hole die gemischt raus, damit auch ein bisschen Vorfreude bleibt, falls ihr Interesse an dem Kalender habt und euch den selber bestellt, dass ihr nicht unbedingt wisst, in welchem Türchen was drin ist. Ich habe ihn jetzt bei Amazon bekommen, aber ihr kriegt ihn, glaube ich, auch bei Otto, so für, ich glaube, 69,95 war er dieses Jahr. Und ich glaube, dass hier fast ausschließlich dekorative Kosmetik drin ist. Ob es Full-Size-Größen sind, weiß ich nicht. Ob es Travel-Größen sind, weiß ich nicht. Aber wir testen es und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Und wenn dem so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, weil mitten im Video werde ich noch irgendwas verkünden und da könnt ihr gespannt drauf sein. So, was ich als allererstes sagen muss, ist, dass mir aufgefallen ist, er ist jetzt nicht nochmal mit einer Umverpackung, keine Folie drum, finde ich persönlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe ihn bei Amazon bestellt. Hier sind natürlich die Türchen so ein bisschen instabil, ne? Wir schauen jetzt aber trotzdem einfach mal, kommt er auf den Inhalt drauf an. Das Grün finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ja, schöne Farbzusammenstellung, gefällt mir gut, nicht dieses typische Rot und so. Ja, ich habe ja auch den The Bayenkopf Adventskalender und solche Sachen wurden hier halt schon geunboxed auf YouTube. L'Oréal habe ich erst ein einziges Mal gesehen vom Unboxing her, das war glaube ich eine Dame aus Schweden. Habe ich natürlich erstmal gar nichts verstanden, deswegen dachte ich, versuchen wir es auch mal so ein bisschen auf Deutsch, Englisch. Gucken wir mal. So. Ich fange jetzt einfach mal an, hier auszupacken. Die Türchen lassen sich sehr, sehr gut öffnen. Und als erstes Produkt hole ich hier raus von L'Oréal Paris. Ich glaube, ich brauche nicht dazu sagen, wenn es direkt draufsteht L'Oréal Paris, dann brauche ich es nicht sagen. Ist aber einmal ein Concealer und zwar der Infallible More Than Concealer in einer Full-Size-Größe. Finde ich total spannend, habe ich noch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Kalender bestellt habe. Ich habe relativ wenig von L'Oréal. Dekorative Kosmetik bin ich ja mehr so Drogeriemädchen. L'Oréal ist auch Drogerie, aber schon höherpreisige Drogerie. Und würde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Und ich hoffe, ich zähle euch im Anschluss mal den Gesamtwert zusammen. Den blende ich euch dann auch irgendwo ein. Dass viele schöne Produkte hier drin sind, die man dann mal testen kann. Auf alle Fälle ist das der Concealer in der Farbe Ivory 322. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Uiuiui. Ich habe mich mal mit meiner Pinzette bewaffnet. Die Produkte gehen relativ schwer raus aus dem Kalender. Ich habe jetzt hier ein Produkt und zwar für die Lippen. Ein Infallible 24-Hour Lipstick. Der sieht so aus, der hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist wie ein Liquid Lipstick in so einem wunderschönen Rot mit ein paar goldenen Glitterpartikeln. Und oben ist dann wie so ein Balm mit drin, um es zu versiegeln. Ich weiß nicht genau, wie lange die halten. Werde ich mal austesten. Das ist aber eine schöne Herbstfarbe sogar, finde ich. Also auch alltagstauglich. Kann man im Winter, kann man im Herbst, kann man Weihnachten tragen. Und auch eine Full-Size-Größe. Dann haben wir in dem Kalender von L'Oréal ein Haarspray, ultra feines Haarspray von Elnett in der Reisegröße. Finde ich echt immer super zum Mitnehmen. Elnett mag ich sowieso sehr gerne, ist ein ganz feiner Sprühnebel immer. Und hier steht drauf für intensives Volumen und starken Halt. Und ultra spielend leichtes Ausbürsten, finde ich auch. Ich habe das auch als Full-Size-Größe in einer anderen Variante. Also jetzt nicht intensives Volumen, aber ansonsten finde ich es immer sehr, sehr praktisch, wenn man auf Reisen ist und vielleicht mal doch ein bisschen Haarspray braucht, um also Flusenhärchen zu bändigen. Aber ja, finde ich immer sehr, sehr gut. Also nicht nur rein dekorative Kosmetik. Es befindet sich auch Pflege in dem Kalender und zwar von der Age Perfect Reihe, die Golden Age Augencreme.
Die sieht so aus. Hier sind 15 Milliliter drin. Finde ich total cool. Habe ich auch schon mal als Full-Size-Größe gehabt, als Gesichtscreme. Und hier ist es direkt die Augencreme. Finde ich gut. Finde ich echt sehr, sehr spannend. Also Age Perfect ist auch mit drin. Und finde ich mega. Bisher finde ich es mega. Als nächstes Produkt habe ich wieder dekorative Kosmetik rausgeholt und es ist wieder eine Full-Size-Größe. Ein Lidschatten in der Farbe 20 Queen Satin. Der sieht richtig hübsch aus. Der ist so leicht golden, ganz dezent Perlmuttfarben. Kann man richtig schön als Lidschatten nehmen, um es so ein bisschen zu highlighten, so wie ich es heute gemacht habe. Oder vielleicht aber auch als Highlighter so ein bisschen auftragen. Finde ich richtig, richtig schön. Toll. Ja, richtig cool. Aus der Elvital Dream Length Reihe gibt es ein neues Haarserum, No Frizz Serum mit Hitzeschutz bis zu 230 Grad. Auch eine Full-Size-Größe, 100 Milliliter sind drin. Also ein Haaröl und scheint neu zu sein. Also ich habe auch einiges aus der Dream Length Reihe und ich habe ein Shampoo gehabt, ich habe eine Spülung gehabt, ich habe eine Kur gehabt, ich habe ein Trockenshampoo und Haaröl hatte ich noch nicht und freue mich, dass ich das jetzt testen kann und bin begeistert, immer noch, nach wie vor. Also ich muss wirklich sagen, da hat L'Oréal sich nicht lumpen lassen. Ich hoffe natürlich, dass es der aktuelle Kalender ist und nicht der vom letzten Jahr, aber den habe ich auch im letzten Jahr nicht gesehen. Auch eine Full-Size-Größe, ein Lippenstift in einem wunderschönen Gold, also wirklich Hochglanzgold. Und ich muss den mal ganz kurz aufmachen, um die Farbe zu sehen. Also es ist auf alle Fälle die Farbe 303 aus der Calariche-Reihe Rose Tendre. Und der sieht wie folgt aus. Moment, ich muss mal das Label hier abmachen. Es kann natürlich sein, dass ich einige Produkte aus dem Kalender verlose. Also dann aber nicht wundern, dass hier irgendwelche Labels nicht mal drauf sind. Ist jetzt einfach zum Zeigen, vielleicht benutze ich die gar nicht. Genau. Also hier einmal in einem Rosé-Ton, was gar nicht meine Farbe ist. Der wird garantiert mal in irgendeine Verlosungsbox landen. Kann ich mir richtig schön vorstellen für helle Häutchen, für blonde Frauen oder halt wirklich Frauen, die halt auch drauf stehen. Vielleicht auch Männer, wie auch immer. Aber für mich ist der zu rosa, zu hell. Ist halt einfach nicht mein Stil. Aber auch richtig schön Originalgröße, auch L'Oréal eingestanzt. Mega, finde ich richtig, richtig toll. Also die Produkte gehen wirklich, wirklich schwer raus. Muss ich echt dazu sagen. Auch hier gibt es wieder einen Lippenstift. Der hat allerdings jetzt ein schwarzes Außenleben. Sieht so ein bisschen ledrig aus, die Verpackung. Ist aus der Coloriche Matt-Reihe und ist die Farbe 349 Paris Cherry. Also ein richtig schöner weinroter Ton. Ich glaube, den würde ich tatsächlich auch behalten. Mach auch hier mal wieder das Klebchen ab. Auch ein wunderschöner Farbton. Also er ist gar nicht so weinrot, wie ich dachte. Er ist eher so ein Ziegelsteinrot, ein bisschen herbstlicher auch angehaucht. Finde ich aber von der Farbe sehr, sehr interessant. Vielleicht probiere ich den tatsächlich selber aus. Und dieses Packaging finde ich halt auch mega, mega schön mit dieser Lederoptik. Könnt ihr das sehen? Es ist wirklich traumhaft. Finde ich gut. So, weiter geht's mit einem weiteren Lippenstift. Also es sind einige Lippenprodukte hier drin. Auch aus der Coloriche Matt-Reihe in der Farbe 347 Eau de Rouge. Und der scheint ein wenig heller zu sein als der, den ich euch eben gezeigt habe. Auch ich freue mich ja immer über so eine Kalender, ne? Ich werde mir noch ein oder zwei weitere Kalender bestellen, wenn sie raus sind. Muss aber erstmal gucken, ob ich sie mir bestelle, je nachdem, wie der Inhalt ist. Und ob ich es dann auch unboxe, weil ich bin eher ein Freund davon, Kalender zu unboxen, die noch nicht so oft vertreten sind auf YouTube. So, hier haben wir das klassische Weihnachtsrot. Also für mich ist der zu hellrot. Für mich persönlich ist nicht mein Geschmack, aber den gebe ich auch gerne, gerne weiter. Ich glaube, mir fällt da auch schon direkt jemand ein. Also wenn ich nur an Amelie denke, Amelie with Love. Das ist, glaube ich, so ihr Rotton. Der ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob der so einen Orangestich mit drinne hat. Auf alle Fälle ist der wunderschön. Oder auch Nathalie von Nathalie Nord Beauty. Finde ich mega. Bis jetzt bin ich wirklich begeistert. Bis jetzt alles Full-Size-Größen außer
Die Augencreme, weiß ich gar nicht, ob die Augencreme regulär auch 15 Milliliter hat. Und das Haarspray. So. Haltet euch fest, viele, weiß ich, mögen das. Die Produkte, die sind hier irgendwie tatsächlich nochmal eingeklebt. Also deswegen gehen die so schwer raus. Hier ist immer wie so ein Klebepunkt noch in jedem Kästchen mit drin, damit die Produkte halt auch wirklich an Ort und Stelle bleiben. Aber wir haben hier von L'Oréal die Lash Paradise Mascara in Waterproof in einer Full-Size-Größe. 6,4 Milliliter sind drin. Finde ich mega, mega gut. Ich habe die nicht waterproof. Deswegen freue ich mich, dass die jetzt da ist. Mit der nicht waterproof-Variante bin ich nicht so gut klargekommen. Aber teste ich gerne, gerne, gerne nochmal aus. Und im nächsten Türchen, in einem der nächsten Türchen, wie gesagt, ich unbox das nicht der Nummer nach, sondern einfach quer durch die Bank, haben wir auch von Lash Paradise. Eine Limited Edition. Was haben wir denn hier? Spectacular Long Lashes, Intense Volume, Pleasure to Apply, Before and After, Suited for Sensitive Eyes mit Rizinusöl. Wow. Also hier ist auch eine Lash Paradise drin als Limited Edition mit Rizinusöl für sensitive Augen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht kann man das auch irgendwie als Primer benutzen. Habe ich noch nie was vorher von gehört. Aber das scheint eine ganz normale Mascara zu sein. Oh wow. Oh, schaut euch die mal an, wie die aussieht. Die hat, das erkennt meine Kamera gar nicht, hier so in diesem Muster, diese kleine Wolkenlandschaft ist mit kleinen Glitzerpartikeln noch beflockt. Ist das schön? So rosa-blau, finde ich mega, mega schön. Auch eine Full-Size-Größe Mascara Noir Black. Also ist eine ganz normale schwarze Mascara von der Lash Paradise für sensitive Augen als Limited Edition. Finde ich mega gut. Also zwei Mascaren in Full-Size-Größe. Fangen wir mal wieder schön ein hier. Toll. Also bis jetzt überzeugt mich der Kalender von vorne bis hinten. Hier habe ich jetzt ein Superliner Le Colle von L'Oréal und zwar ein ganz normaler anspritzbarer Kajalstift. Der ist ein bisschen kleiner, also ich denke nicht, dass das hier eine Full-Size-Größe ist. Wie viel Gramm sind hier drinne? Steht nicht drauf. Er ist ein bisschen kleiner, aber davon hat man trotzdem. Ach so, doch die Farbe 101 Midnight Black. Trotzdem hat man hier eine Weile was von, obwohl es keine Full-Size-Größe ist. Er ist sehr gut zum Ausprobieren und ein schwarzer Kajalstift geht halt auch immer. Finde ich okay. Alter. Ich sag euch, also dieser Kalender, die Sachen, die sind da drin so festgeklebt, es ist so schwer, die Produkte mit den bloßen Händen rauszubekommen. Aber aus dem nächsten Feldchen, aus irgendeiner Nummer, habe ich jetzt Plump and Set Brow Artist rausgeholt. Und zwar ein Serum, ein transparentes Serum mit 4,9 Milliliter. Sieht so aus und ich vermute, also brauche ich nicht vermuten, weil steht ja Brow Artist drauf, wird ein transparentes Augenbrauenserum sein. Und hat auch hier diese kleine Bürste, um die Härchen dann schön hochzubürsten und gleichzeitig zu fixieren. Finde ich mega cool. Hier sind 4,9 Milliliter, wie gesagt. Muss ich gucken, ob es Full Size ist. Aber insgesamt rechne ich euch ja dann sowieso den Gesamtpreis oder Gesamtwert des Adventskalenders aus. Ja, das ist mega, 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 mega. Full Size Größe kann ich euch gleich sagen. Farbe 01 Intense Black. Und zwar der Perfect Slim bei Superliner. Der sieht so aus. Und es ist ein Eyeliner mit einer Filzstiftspitze. Finde ich total geil. Also finde ich wirklich mega cool. Ich komme mit den L'Oréal Eyelinern richtig, richtig gut klar. Und der hier, der ist sofort schwarz. Also der ist richtig deckend schwarz. Mega Teil. Feier ich. Feier ich komplett. Schön. Dann befindet sich hier drinne ein Blush. Und zwar der L'Oréal Le Blush. In der Farbe 120 Rosenthal Sandalwood Pink.
5 Gramm finde ich mega, mega cool zum Ausprobieren. Und ihr habt hier auf der Rückseite sogar einen kleinen Pinsel mit drin und auch einen Spiegel. Also ist so ein doppelwandiges Teilchen. Eine wunderschöne Farbe, die, glaube ich, auch sehr, sehr vielen Leuten steht. Und finde ich gut. Perfekte Größe, um es auszuprobieren auch. Hier haben wir jetzt ein Le Liner Signature oder Signature Eyeliner in der Farbe 01 Noir Cashmere. Packen wir mal aus. Also nee, zeige ich euch erstmal so. Ist ein Eyeliner, wahrscheinlich auch wieder wie so ein Kohl-Kajal. Eine wunderschöne goldene Verpackung, also ein wunderschöner goldener Deckel. Hier unten ist es mattschwarz, auch mit Gold. Und sieht mega aus. Ah, ja, wunderschön. Hier, das ist ein Kajalstift, ein Eyeliner, wie man ihn auch immer benutzen möchte, in schwarz zum Rausdrehen. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Als nächstes befindet sich hier, den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht auspacken, weil man es gut erkennt, von Colerige Le Lip Liner. Ich weiß immer nicht, ob man L'Oreal alles Französisch ausspricht oder Englisch, also Lip Liner oder Lip Liner. Ich habe keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Auf alle Fälle ist die Farbe 302 Bois de Rose. Ja, Bois de Rose ist Französisch auf jeden Fall. Bois de Rose, wie auch immer. Jedenfalls ist es ein Holz-Lip Liner und ich vermute, das wird auch die Farbe so sein. Dieses Rosenholz-Ton finde ich sehr, sehr gut. Werde ich selber ausprobieren, um den mal zu testen. Hier ist noch ein weiterer Lip Liner. Also irgendwie greife ich immer genau die Türchen nacheinander, die scheinbar den gleichen Inhalt haben, bloß in einer anderen Farbe. Le Lip Liner, auch so ein Holz-Lip Liner in der Farbe 124. S'il vous plaît. Und das ist so ein dunklerer, ich weiß nicht, ein dunkleres Rosenholz, schon fast brauner Lip Liner. Finde ich sehr, sehr cool. Also genau meine Farben, beide sehr, sehr alltagstauglich. Kann man, glaube ich, nichts mit verkehrt machen. Dann haben wir einmal hier drinne und ich glaube, den habe ich mir tatsächlich vor kurzem erst geholt. Vielleicht habt ihr den auch im letzten Haul gesehen, weiß ich nicht genau. Könnt ihr ja gerne nochmal durchstöbern. Hier oben auf dem i verlinke ich euch das letzte Video nochmal oder aber am Ende des Videos. Und das ist einer für mich der schönsten und besten Bronzer, die es gibt. In Full-Size-Größe trage ich auch heute. Der L'Oreal Bronze to Paradise Bronzer in der Farbe 03 Back to Bronze. Einmal in Full-Size. Mega, mega schönes Produkt. Kann man im Sommer nutzen, kann man im Herbst nutzen, kann man immer nutzen, weil es eine richtig alltagstaugliche Farbe ist. Und die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Finde ich mega cool. Also Full-Size-Produkt. Bronzer. Der wird wahrscheinlich auch mit in irgendeine Verlosung kommen. Ich habe mir überlegt, für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ich werde ein oder auch zwei Adventskalender selber befüllen und hier auf meinem Kanal verlosen. Nicht heute, wahrscheinlich eher so nächsten Monat. Schauen wir mal, dass er dann noch rechtzeitig zum Dezember bei dem oder der Gewinnerin ankommt. Und aber ich befülle ihn selber mit meinen eigenen Lieblingsprodukten. Wie ich das gestalte, ob ich das alles einzeln einpacke und mit Zahlen nummeriere und einfach in den Karton schmeiße oder ob ich einen alten Adventskalender noch von letztem Jahr nehme, wo ich schon vorgefertigte Türchen habe, das weiß ich noch nicht. Aber es kommen auf alle Fälle irgendwelche Produkte rein, die das Thema Beauty betreffen, Drogerie auf jeden Fall, weil ich bin so ein Drogeriemädchen. Wer mich hier schon länger verfolgt, der weiß das ganz genau. Da werden Sachen drin sein von Jeanne, von No Cosmetics, von, gucken wir mal, Nivea vielleicht. Also irgendwie so bunt durch die Bank gemischt, Balea, Isana. Ich weiß nur nicht, schauen wir mal. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich hier sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Unten aufs Glöckchen drückt, damit ihr kein Video mehr verpasst und immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir auf meinem Kanal online ist. Und ja. Im nächsten Monat gibt es definitiv eine Vorstellung der Produkte, die ich irgendwie in einen oder zwei Kalender reinmache. Welche dann aber in welchen Kalender kommen, das kann ich euch nicht sagen, das verrate ich auch nicht, damit es noch eine Überraschung ist für den oder die Gewinnerin. Und ja, ich kann nur so viel sagen, der L'Oreal Bronze to Paradise Bronze, der wird mit Sicherheit in einem der Kalender mit drin sein. So, weiter geht das. Weiter geht das mit
einem weiteren Lippenprodukt. Auch von der Calorie Matt Reihe. Eine schöne Farbe in. Oh, die Farbe 640 Erotik. Die sieht so aus, passend. Wahrscheinlich ist auch der Lip Liner dazu. Finde ich echt super spannend. Ich packe es jetzt nicht aus. Das wird aber, denke ich mal, schon ein Lippenstift sein, den ich selber für mich mal teste. Ich bin selber persönlich nicht so der Lippenstift-Mensch. Ich trage super gerne Liquid Lipsticks. Die verschmieren nicht, die halten. Und ab und zu trage ich auch mal einen Lippenstift und das ist so eine perfekte Alltagsfarbe, glaube ich, für mich. La Erotique. Und deswegen schauen wir uns das später vielleicht mal an. Vielleicht wollt ihr ja auch sehen, wenn ich ein paar Produkte noch teste. So, wie viele Produkte haben wir denn noch? Ah ja, okay. Also, in dem Türchen befindet sich, ich muss es auspacken, es ist zugeklebt, eine Probe. Das ist bis jetzt das einzige Füllprodukt, was ich jetzt hier so erkenne. Ist aber, glaube ich, auch für 1, 2, 3 Anwendungen ganz gut. Und zwar Elvital Eau Magique für trockenes Haar ist ein Haaröl. Das war hier so zusammengekruselt drinne. Ich habe es jetzt mal einmal ausgepackt. Wie gesagt, einfach nur so als Probe. Kann man machen, ist ein Füllprodukt. Aber bisher gefällt mir der Kalender sehr, sehr gut. Auf alle Fälle ist es ein veredelndes Haaröl mit 6 kostbaren Blütenölen für alle Haartypen. Ja, so sieht aus. Dann nehmen wir mal das Türchen hier raus. Und das ist auch voll mein Ding, das sehe ich jetzt schon. Hier haben wir einmal aus der L'Oréal Paris Age Perfect Reihe ein Cream Eyeshadow, einen cremigen Lidschatten in der Farbe 07 Vibrant Beige. Der sieht so aus. Hier habt ihr ein Tiegelchen und hier sind, wie viel Milliliter auch immer drin. Ich kann es euch nicht sagen, aber es ist eine Full-Size-Größe, bin ich der Meinung. Auch das mache ich mal kurz auf, um es euch mal von innen zu zeigen. Ja, also hier ist es wie so ein cremiger Lidschatten, den man auch super so kombinieren kann. Einfach so ein bisschen als Topper mit drauf oder pur als Lidschatten. Gerade wenn man trockene Augenlider hat, finde ich so eine Cremesachen ziemlich cool, wenn die dann noch so ein bisschen verblendet sind. Aber wie viel Milliliter hier drin sind, kann ich euch nicht genau sagen, weil es steht ja auf den ersten Blick nicht drauf. Nicht schlimm, ist ein großer Bottich. Ich glaube, der hält ewig lange. Eine wunderschöne Farbe, die halt auch wirklich das ganze Jahr über getragen werden kann. Mag ich super, super gerne. So, wow, 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 wow. Also, hier haben wir die dritte Mascara, die ich nicht aus dem Karton rausbekomme. So. Und zwar haben wir hier die William Million Lashes Mascara in einer Full-Size-Größe. Die. Wunderschön. Gold. Also meine Kamera fängt wahrscheinlich nicht so gold ein. Aber sie ist gold. Hier oben war auch das Klebchen dran. Das klebt hier irgendwie noch im Karton drin. Hier haben wir es. Aber es ist eine Full-Size Mascara mit einem richtig schönen Bürstchen. Ich glaube, dass dieses Bürstchen, also es ist ein Gummibürstchen, sehr, sehr, sehr flexibel und ich glaube, dass es die Wimpern sehr gut trennt, Länge, Definition macht. Ich selber kenne die Million Lashes nicht, finde es aber cool, dass sie hier drin ist, um es einfach mal auszutesten. So, und last but not least, das letzte Produkt aus einem Türchen. Ich glaube, dann habe ich den Kalender komplett geunboxed. Ich kann euch ja mal ganz kurz. Ich mache mal die Türchen alle wieder zu, damit ihr nicht wisst, wo ungefähr was drin ist. Also so ungefähr. Ich habe ihn zerstört. Ich habe ihn zerstört, weil es ist wirklich schwierig gewesen, die Produkte rauszubekommen. Aber es ist alles raus. Außer das eine Produkt, was mir hier noch auf dem Schoß liegt. Und auch das muss ich erstmal wieder ein bisschen auseinanderfriemeln. Habe ich euch auch im letzten Haul gezeigt. Feiere ich absolut. Finde ich richtig cool, dass die hier drin ist. Kostet auch gar nicht so wenig. Ich glaube, die liegt so bei 3,95 Euro.
bin ich der Meinung, eine Maske, und zwar die aufpolsternde Maske Revita Lift Filler mit Hyaluronsäure. Die ist hier auch mit drin in dem Kalender. Eine Full-Size-Größe Tuchmaske. Naja, klar, eine kleine Maske ist ja Quatsch. Ultradünne Tuchmaske mit ganz, ganz, ganz viel Hyaluronserum hier drin. Und finde ich echt super. Finde ich mega, mega toll. Feier ich hart den Kalender. Schöne Produkte zum Ausprobieren, wer noch gar keine Berührungspunkte mit L'Oreal Kosmetik hatte oder auch Pflege, kann sich mit dem Kalender wirklich austoben. Wie gesagt, ich rechne jetzt beim Schnitt den Preis aus, den Gesamtpreis blende ihn euch ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal und vielleicht kennt ihr das ein oder andere Produkt schon, so wie ich, dann lasst mich das auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Oder aber auch, welcher Adventskalender euch besonders doll interessiert. Und vielleicht gibt es ja nochmal ein Unboxing. Aber ich weiß es noch nicht ganz genau, ich verspreche nichts. Das war der L'Oreal Adventskalender aus diesem Jahr. Bin ich der Meinung, dass er aus diesem Jahr ist. Und mir gefällt er super. Selbst wenn er aus dem letzten Jahr ist, gefällt er mir immer noch super. Ihr kriegt ihn bei Otto und bei Amazon. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.